sagen wir mal, ich meine, ich bin ein in der Wolle gefärbter Quantenphysiker. Das heißt, also ich habe im vollen Bewusstsein diese Entwicklung mitgemacht, die am Anfang dieses Jahrhunderts war. Ja? Das hat mit Planck angefangen, mit Einstein und so fort. Aber das Wichtige ist, dass ja Planck und Einstein, die diese Entwicklung begonnen haben, sie eigentlich nicht geglaubt haben. Weil sie haben sich gestört, unschärfe Relation und so fort und dann Quantenphysik und so fort. Die haben gesagt, das kann nur ein Übergangsstadium sein. Und es waren die jungen Leute, Werner Heisenberg, in dessen Büro ich hier sitze, ja, Werner Heisenberg als 20-Jähriger, der gesagt hat, das ist doch überhaupt der Durchbruch. Wir müssen die Wirklichkeit total anders sehen. Ja. Nicht mehr materiell, sondern viel offener. Für diese Leute ist dann die Schwierigkeit aufgetreten, wie kann aus etwas, was so offen ist, was auch den Menschen auf einmal mit einschließen konnte, weil wir wollten uns ja nie dem Determinismus unterwerfen, weil wir es uns selbst selbstverständlich als kreativ vorgekommen sind. Wie kann man in einer solch offenen Welt je so etwas wie eine Naturgesetzlichkeit dann herausbekommen? Ja? Und dann stellt man fest, das geht. In dieser Potentialität durch diese Gerinnungsvorgänge entstehen Gesetzlichkeiten, die genau den Gesetzen der klassischen Physik entsprechen. Und das war selbstverständlich der Durchbruch. Nicht, dass die streng gelten, aber dass es so aussieht, als ob sie gelten würden. Und für uns, die wir hier überleben wollen und etwas begreifen müssen, greifen müssen, um uns zu ernähren, reicht das vollkommen aus, ja? Aber es reicht nicht aus, um unseren Ursprung zu verstehen und die Welt zu verstehen und so fort. Ich nenne nicht die moderne Physik nicht die Quantenphysik, sondern die holistische Physik. Das Wesentliche war in der Quantenphysik, dass wir sagen, wir können streng genommen nicht mehr von Teilen sprechen. Es gibt nicht sowas wie Teile. Es gibt immer nur das Ganze. Aber dieses Ganze ist schon differenziert, es hat gewissermaßen Zäune und Abgrenzungen. Aber das ist mehr so wie die Wellen auf der Oberfläche des Ozeans. Und man soll nicht sagen, der Ozean ist aus Wellen zusammengesetzt. Das bringt es gar nicht, ja. Aber wenn ich oberflächlich hingucke, stimmt das schon, ja. Die Oberfläche des Ozeans ist aus Wellen zusammengesetzt, ist eine ganz gute Beschreibung. Und für den oberflächlich Denkenden ist das auch gut. Auch jemand, der Schifffahrt betreibt, den interessiert ja nicht, was 2 Kilometer unter dem Ozean ist. Ja? Der sagt, gut, ich muss jetzt auf diese Welle Acht geben und manipulieren und ich muss dem ausweichen. Das heißt, für den ist die Oberflächenstruktur des Ozeans ja viel wichtiger als das Zusammenhängen des Meeres. Ja?